Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Community Day in diesem Jahr. Ja, mein Name ist Patrick Blum. Bei mir ist heute mit dabei Jakob Simere, Head of Applications von unserem Premium-Partner der Bcon GmbH. Hallo Jakob. Heute werden wir uns mit dem Release Nummer 20 auseinandersetzen und Ihnen natürlich auch mal das neue iDoIt Pro Trigger Add-on vorstellen. Damit kann man nämlich ganz tolle Sachen mittlerweile machen, viel Automation erreichen letztendlich. Von daher möchten wir da natürlich einen kleinen Überblick geben. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Wir werden im ersten Teil unseres Community Days uns erstmal das Trigger-Add-on angucken. Da möchten wir euch natürlich mal einen kleinen Funktionsüberblick geben. Was kann man überhaupt mit dem Trigger-Add-on machen? Ne, wie läuft das mit Buttons und den dahinterliegenden Triggern eigentlich ab? Und ja, Jakob hat natürlich auch noch ein paar Use Cases aus der Praxis tatsächlich mitgebracht, um Ihnen auch mal zu zeigen, wie man das triggert und tatsächlich dann auch einsetzen kann. Ja, bei unserem neuen Release Nummer 20 gibt es auch die ein oder andere neue Funktion, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Von daher werden wir uns auch die mal ganz kurz angucken, bevor wir dann in unsere Q&A-Session haben, um natürlich eure Fragen ja, letztendlich zu beantworten und natürlich auch Feedback zu kriegen, wo ihr denn ja, vielleicht Probleme aktuell habt, was euch gut gefällt, dass wir da nochmal ein bisschen Feedback von euch bekommen. Okay, ich würde sagen, ja, schauen wir uns das Trigger-Add-on einmal an. Wofür wird das eigentlich eingesetzt? Grundsätzlich ja, wird es dafür genutzt, um Workflows oder halt ja, entsprechend auch Skripte über verschiedene Buttons triggern zu können. Ja, das heißt, wir haben verschiedene Buttons, die wir im iDoIt erstellen und anlegen können, um dann ja letztendlich Prozesse initialisieren zu können. Das heißt, über einen Button könnten wir zum Beispiel Daten synchronisieren oder halt auch eine Funktion in irgendeinem anderen Drittanbieter-Tool tatsächlich auslösen. Ja, das heißt, man könnte zum Beispiel ein Ticket erstellen, man könnte einen Status in einem anderen System setzen oder auch zum Beispiel in einem Monitoring-System per Knopfdruck einen neuen Host anlegen. Ja, das heißt, da sind wirklich vielfältige Möglichkeiten drin, die man hiermit realisieren kann. Ja, schauen wir uns mal den ersten Part dieses Add-ons an. Das ist die sogenannte Button-Konfiguration. Wir müssen natürlich im Vorfeld erstmal einen Button anlegen und genau definieren, wo soll dieser Button denn eigentlich angezeigt werden. Ja, das bedeutet, wir können erstmal genau festlegen, in welchen Objekttypen, in welchen bestimmten Kategorien eines Objekttyps soll dieser Button denn überhaupt dargestellt werden. Ja, weil es macht zum Beispiel wenig Sinn, wenn ich zum Beispiel einen Button erstelle, wo ich sage, leg mir einen neuen Host, zum Beispiel in einem Monitoring-System an und ich mache diesen Button dann auch in Gebäuden oder Räumen verfügbar. Ja, macht wenig Sinn, von daher muss man natürlich genau festlegen, wo soll denn dieser Button denn genau angezeigt werden. Ja, dieser Button wird dann natürlich auch mit einem entsprechend konfigurierten Trigger verknüpft. Ne? Da kann man einen oder auch mehrere Trigger hier entsprechend mit verknüpfen, dass man halt auch ja, letztendlich dann die Aktionen entsprechend auslösen kann. Ja, dieser Trigger wird natürlich auch über die Konfiguration letztendlich definiert. Das heißt, ja, letztendlich kann man hier ganz genau festlegen, was soll denn eigentlich tatsächlich jetzt im Hintergrund passieren, wenn auf diesen Button geklickt wird. Ja, soll hier irgendwelche Kommunikation über HTTP oder HTTPS ausgeführt werden? Möchten wir, dass ein Shell-Skript im Hintergrund ausgeführt wird? Ja, also auch hier hat man wieder ganz unterschiedliche Optionen, mit denen man festlegen kann, was soll genau passieren, wenn Button A oder B gedrückt wird. Ja, für jeden einzelnen Button kann man dann verschiedene Parameter mitgeben, verschiedene Optionen konfigurieren. Wir haben die Möglichkeit natürlich auch diese Buttons mit einem entsprechenden Icon zu designen, zu definieren, um die ganzen Buttons dann am Ende dann auch mal auseinanderhalten zu können und ganz genau zu wissen, ja, ist das jetzt der Button fürs Monitoring oder vielleicht für den Service Desk oder eine andere Applikation. Ja. Okay, das soll es mal von der groben Theorie gewesen sein. Wir freuen uns natürlich jetzt auf die Live-Demo des Trigger-Add-ons. Jakob, ich würde an dich mal übergeben, dass du uns mal zeigst, was wird denn aktuell schon mit dem Trigger-Add-on in der Praxis realisiert? Ja klar, danke Patrick erstmal für das Intro. Sehr gerne. Ja, ich bin Jakob Simere, ich bin bei der Bcon angestellt und bin zum einen der Head of Application und habe aber auch unter anderem noch die Aufgabe, das Produkt OpenSilium als Produktmanager zu unterstützen.
Heute geht es aber nicht um OpenSilium, heute geht es um das neue Trigger-Add-on. Und Patrick hatte ja schon einleitende Worte dazu gesagt. Deshalb werde ich erstmal starten, ein bisschen was über die Company Bacon zu erzählen. Und zwar Bacon, wir sind ein Dienstleister für Digitalisierung, IT und Telekommunikation. Das kann man eigentlich so recht gut zusammenfassen. Über 30 Jahre Erfahrung in dem Business. Ja, da ist es ja, hatte ich vorher angekündigt gehabt, die PowerPoint, die quasi abstürzt. Ich mache das mal so, um da quasi über meine Folien zu gehen. Ja, ich habe leider ein paar Probleme mit meinem PowerPoint, das bitte ich zu entschuldigen. Wir haben über 100 Kollegen bei uns in der Bacon über drei Standorte verteilt, in Berlin, München und in Fulda, wobei der Hauptstandort in München ist. Die Verwaltung sitzt in Berlin eher der Telekommunikationsbereich und Fulda sitzt dann quasi die Abteilungsleiter. Wir sind zu 100% in privater Hand, über 500 aktive Kunden und wir haben sehr starke Partner, unter anderem die Synetics. Diese Thematiken haben wir quasi oder verbinden wir oder beraten wir quasi in der Bacon. Das ist einmal das Informationssecurity, das ist der Bereich, wo auch Viva und ISMS bei uns stattfinden als Tools, als Unterstützung. Dann haben wir einmal die 5G-Technologie, das ist alles dann in dem Bereich Digital Innovations zu finden, auch Radio Networks, was 5G, Campusnetze etc. angeht. Cloud Computing haben wir oder machen wir und auch Data Center Operations, wo wir über Monitoring sprechen, Log-Analysen und so weiter. An der Seite seht ihr auch schon die ganzen Tools, mit denen wir quasi das Ganze unterstützen. Genau. So viel zum Thema erstmal Bacon. Wer daran interessiert ist, wer denn eine oder andere Thematik interessant findet, gerne bei uns direkt melden. Und dann können wir in einen tieferen Austausch gehen. Und jetzt kommt auch schon das Praxisbeispiel. Wie gesagt, das Trigger-Add-on, da geht es im Prinzip darum, Dinge anzutriggern aus dem Kontext in IT-Urd. Und deshalb findet ihr hier auch auf der linken Seite direkt das IT-Urd und die Pfeile, die sozusagen in die rechte Seite laufen. Zum einen möchte ich gerne ein Beispiel zeigen, um einen komplexeren Sync sozusagen mit einem Zwischentool, in dem Fall OpenSilium, anzutriggern und der wiederum eine Synchronisation aller Clients zwischen IT-Urd und Snooni, OTS, sonstige OTS-Forks quasi übernehmen kann. Das Beispiel ist jetzt hier nur mit dem Ticketsystem, kann natürlich auch mit Jira Service Desk funktionieren. Dann habe ich aber auf der anderen Seite auch noch ein Beispiel mitgenommen, wo man beispielshalber aus dem IT-Urd heraus durch das Trigger-Add-on ein Ticket generieren kann. Beispielshalber, um Equipment anzufragen, zusätzliches Equipment zum Client. In dem Fall nutze ich jetzt hier Jira Service Desk, um einfach mal die Vielfältigkeit zu zeigen. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne auch zeigen, wie man beispielsweise auch eine Downtime aus dem IT-Urd-Kontext setzen kann, ohne dass man in das Monitoring-System laufen muss. Und deshalb wische ich jetzt mal oder bewege ich gerade mal die PowerPoint-Folien zur Seite und möchte Ihnen das Ganze erstmal zeigen. Also wie gesagt, zunächst starte ich mal mit dem OpenSilium-Thema. Und zwar ist das so, nach der Installation des Add-ons kann man ja hier unter Extras dann reingehen, findet man dann diesen Icon, Trigger. Und nachdem man da reingeklickt hat, findet man auf der linken Seite zwei Buttons, einmal Triggers und einmal Buttons. Und unter Trigger verwalten wir erstmal alle Triggermöglichkeiten, die wir in unserem System erstellen möchten oder haben möchten. Und unter Buttons dann eben die Button-Konfiguration. Ich springe jetzt hier gerade mal in das Thema Sync nach OTS rein. Das ist quasi hier schon der erste Reiter. Klicke hier mal auf Editieren. Was finden wir hier? Wir finden zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, einen Namen zu wählen. Wir haben hier auch einen festen Token, um ihn auch von außen her erreichbar zu machen, quasi diese Funktion, sage ich mal. Und wir haben zum anderen auch die Aufrufart. Das Ziel, was wir hier beschrieben haben,
Das ist im Endeffekt ein Webhook, den wir aufrufen auf der OpenSelium-Seite, der dann wiederum den kompletten Sync sozusagen anstrebt. Und dann, dadurch, dass ich jetzt hier keine weiteren Aktionen mehr mache, ist das erstmal im Default-Modus, sage ich mal, ein Getter-Request oder ein Get-Request so rum. Und dann kann ich hier, wenn ich möchte, auch noch ein Icon wählen oder auch, wenn er nicht hier gelistet ist, auch hochladen. Ich habe unter anderem die Möglichkeit, wenn ich hier weiter runter scrolle, noch verschiedene Platzhalter zu setzen für den Kontext, in dem ich gerade drin bin, also quasi über ein Objekt. Also ich werde jetzt gleich zeigen, wie man das quasi innerhalb der CMDB quasi nutzen kann. Und dann kann ich über diese Platzhalter eben quasi das entweder an der URL übergeben oder auch in meinen Postfeldern. Aber das zeige ich später nochmal in einem guten Beispiel. Was jetzt also hier passiert ist, als nächstes muss ich diesen Button definieren. Und da klicke ich auch mal in den ersten rein. Und da sieht man hier zum Beispiel, dass man die Button-Konfiguration in den verschiedenen Kontextmöglichkeiten setzen kann und dann hier unten per Select sozusagen den Trigger auswählen kann. Das heißt, ich kann hier auch mehrere Trigger auswählen über eine Konfiguration. Und was dann passiert, ist eben, dass ich dann, gehe ich mal in einen anderen Tab rein, unter Clients dann eben hier oben automatisch den Button sehe. Also das ist eine dynamische Art, um eben seine Aktion selber hier zu erfassen. Und jetzt habe ich ja quasi hier nur den Objekttypen gesetzt. Das bedeutet, dass das in diesem Objekttypen-Kontext erscheinen soll und nicht im Objekt selber. Das heißt, wenn ich jetzt hier in einem Objekt selber bin, in der allgemeinen Kategorie oder in sonstigen Kategorien, findet oder sieht man diesen Button nicht. Also ich kann hier genau gezielt sagen, wo ich diesen Button eben darstellen möchte. Und jetzt kann ich hier von der Seite aus einfach sagen, Sync nach OTS. So, was jetzt hier passiert, bevor ich jetzt reinklicke, ist, dass ich im Endeffekt über OpenSelium, ich möchte gar nicht so viel jetzt in OpenSelium reinstecken, ansonsten gerne mal die YouTube-Videos mal sehen oder im Nachhinein da mal sich die Informationen holen, aber OpenSelium ist für uns quasi unser API-Gateway, wo wir quasi unsere ganzen Schnittstellen konfigurieren. Das machen wir über diese drei Punkte. Ich gehe jetzt mal in den Part, wo quasi die Dinge ausgeführt werden, das ist Schedules. Und man sieht jetzt hier gleich, dass der Job angetriggert wird, das heißt, aus OpenSelium heraus holt er sich die Daten von iDoIt und möchte sie dann, und jetzt springe ich in das dritte Tool rein, nicht erschrecken, das ist in dem Fall eine OTS-Demo und ich möchte jetzt hier gerne die Client synchronisieren, das heißt, hier sollte jetzt gleich ein Client erscheinen und damit wir hier sehen, dass das auch super funktioniert, habe ich eine Idee, ich würde das Ganze hier mal duplizieren und sage einfach Community Call Example und dupliziere dieses Objekt und möchte jetzt im nächsten Schritt sehen, dass eben dieses neue Config-Item nach OTS aufgebaut wird. Das heißt, hier unten sieht man dann auch einen kurzen Status, dass dieser Request eben abgesetzt worden ist. Der ist auch grün gewesen, das ist ganz wichtig. Wir machen einen asynchronen Job. Das heißt, wir warten nicht auf ein Feedback, wir warten nur, dass es delivered wird quasi an das System. Und wenn das eben nicht geht, wenn das System eben sagt, kann damit nichts anfangen, dann kommt eben was Rotes zurück. Also wir gehen da über den HTTP-Status-Code. Okay, und was dann passiert ist eben, dass dieser Sync hier durchläuft. Das ging wahrscheinlich jetzt hier relativ schnell. Und wenn ich jetzt hier im OTS bin, kann ich hier mal synken, beziehungsweise neu laden und sehe ich hier, dass genau dieses Objekt, was ich gerade dupliziert habe, hier reingekommen ist, plus noch ein Testobjekt. Und was man auch sehen kann, ist beispielsweise, dass nicht nur dieses Objekt erzeugt wird, sondern auch ein Backlink wird beispielsweise mitgegeben. Der Vorfallstatus, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier ist er auf Defekt gesetzt. Deswegen wird hier der Vorfallstatus mitgenommen. Je nachdem, wie man es dann letztendlich in OpenSelium definiert. Das ist eine Möglichkeit, wie man das benutzen kann. Ich möchte das gerne jetzt mal in einem etwas schwierigen Call sozusagen nutzen. Und das ist, wenn ich das quasi direkt in ein anderes Tool sozusagen schreiben möchte, in dem Fall Jira Service Desk.
Da klicke ich jetzt mal rein und gucke mal, wie da die Konfiguration aussieht. Also hier haben wir auch wieder eine URL. Und das ist in dem Fall mein Jira-System. So, ich klicke mal in das Jira-System rein. Das ist hier so mein Testsystem, was ich mal aufgesetzt habe. Da sind jetzt also noch 0 Tickets, also sehr übersichtlich. Und wenn ich jetzt eben quasi nochmal in diese Trigger-Eigenschaft gehe, findet sich hier unten noch was anderes und das sind hier Curl-Optionen, die ich setzen kann. Um maximal flexibel zu sein bei den Requests, die wir setzen, haben wir uns das so gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu technisch, aber wir haben die Curl-Integration hier reingepackt, was in PHP möglich ist. Und man kann sich auch die Beschreibung der Curl-Optionen sich eben im Internet lesen. Das heißt, da hat man maximale Flexibilität. Ich kann also hier Post-Fields mitgeben. Und in den Post-Fields, hier habe ich es mal gemacht, kann man dann die ganzen Informationen hinterlegen. Und ich kann auch beispielsweise dann die Ticket-Summary beispielsweise oder die Description hier reinsetzen. Und was ich hier an der Stelle gemacht habe, ist, dass ich Platzhalter genutzt habe, um zu sagen, das selektierte Objekt soll bitte generell genutzt werden und das soll bitte in die Summary gepackt werden. Ich könnte jetzt das Ganze noch so weit erweitern, dass ich hier noch in der Description Platzhalter einbaue, um beispielhalber die CPU-Information rauszulesen und so weiter. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann hier beliebig weitermachen. Was für Möglichkeiten als Platzhalter alles so gehen, da scrolle ich jetzt mal ein bisschen weiter runter. Das hatte ich ja hier schon ein Stück weit gezeigt. Im Endeffekt sind das sozusagen die generellen Platzhalter, die man verwenden kann. Und darüber hinaus kann man eigentlich alle Platzhalter verwenden, auch Custom-Kategorien, indem man einfach eben über diese Art von Syntax an den richtigen Attribut-Key kommt. Das ist auch hier mal ein Beispiel. C, Cut, G, Model und Serial. Wie man an diese ganzen Felder, Namen und auch Konstanten kommt, das ist eigentlich relativ einfach. Dafür muss man eigentlich hier nur in die JSON-RPC-API-Kategorien und Attributliste gucken. Wenn ich da mal reinspringe, dann weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht. Da kann man ja in die Kategorien auswählen. Das ist Standard-IDOL, sage ich mal. Und dann sehe ich sozusagen die Konstante des jeweiligen, der jeweiligen Kategorie und dann auch das Key. Also da ist schon mal eine maximale Flexibilität auch wieder geschaffen, um dann hier alle Attributwerte zu geben. Man kann also beispielsweise auch eine Kategorie erschaffen, die man dann mit Felder für das Ticketsystem dann einfach aufbaut und die dann eben an das Ticket übergibt. Okay, ja, und was passiert jetzt hier an der Stelle? Ich setze hier quasi diesen Request ab, wenn ich jetzt auf Buttons klicke und dann nochmal auf den zweiten Reiter reinschaue, dann sehe ich, dass hier auch wieder in den Kontext von Client eben dieser Trigger konfiguriert ist. Und dann kann ich eben mal in meine Client-Liste gucken und ich sehe hier diesen Jira-Button. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann sehe ich eben, dass dieser Button hier existiert. Ich habe jetzt hier nichts selektiert, deswegen ist das schwierig, dann etwas zu fassen. Das heißt, ich muss mindestens einen auswählen. Ich kann sogar mehrere auswählen und dann würde halt quasi, würden quasi alle kommasepariert eben hinterlegt werden, in einem Ticket zusammengefasst. Das mache ich jetzt mal für unseren Community Call Example. Ich sage mal Request Maus und dann setzt er das quasi das Ganze in Richtung Jira Service Desk ab. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann dauert es nur eine Sekunde. Ich aktualisiere mal hier die Oberfläche. Genau. Dann kommt genau das Ding hier an. Auch hier, wie gesagt, in der Summary habe ich hier quasi das reingepackt mit dem Namen, damit das genau erkannt wird, um was es hier geht. Und dann könnte ich hier beliebig noch weitermachen. Ja, also ich könnte jetzt hier in der Beschreibung noch weitere Felder hinterlegen. Also auch von hier aus eine super Sache. Und jetzt kommt sozusagen das letzte Beispiel. Und das wäre eben das Beispiel quasi mit dem Check im Car. Und zwar, ich nehme an, dass die meisten Check im Car kennen. Wenn nicht, Check im Car ist ein Monitoring-Tool,
mehr kann man gar nicht dazu sagen. Und in diesem Monitoring-Tool möchte ich gerne eine Downtime setzen. Und wie ich das jetzt hier konfiguriert habe, ich habe hier mehrere Trigger gesetzt. Einmal, um eine Downtime für 2 Stunden zu setzen, für 4 Stunden und das die Downtime eben zu beenden. Ich klicke hier nochmal in einem Testsystem von mir rein. Das ist ein Check-MK-System. Da habe ich nur einen Host eingetragen. Und da ist bisher keine Downtime drin. Und was ich jetzt hier an der Stelle mache, ist, ich springe wieder ins iDoIt. Ich klicke mal hier in die Konfiguration rein. Ich setze einfach die Downtime auch wieder mit Postfield sozusagen und kann dann dadurch sagen, dass mein Objekt quasi, das möchte ich ja maximal flexibel halten. Da setze ich gerade mal den richtigen Platzhalter ein. Genau. Jetzt habe ich es nicht kopiert. Schuck. Genau, speichere das Ganze. Und dann kann ich hier quasi wieder mal in den Buttons reinklicken und gucken, wo diesmal das Ganze konfiguriert ist. Diesmal habe ich das Ganze an den virtuellen Servern gehangen. Und hier sieht man, dass ich dann auch mehrere Möglichkeiten dran gesetzt habe. Wobei das erste jetzt nicht Check-MK ist, das erste gehört halt zu Alerter. Aber das sehen wir jetzt auch gleich. Und wenn ich jetzt hier wieder meine CMDB klicke, dann kann ich unter virtuellen Server mal klicken und dann sehe ich eben 2 Icons. Das heißt, das System versteht das schon ganz gut. Wenn jetzt hier 2 verschiedene Applikationen sind, dann gruppiert er die entsprechend auch. Also das erste ist Alerter und die nächsten 3 sind Check-MK. Und das gruppiert er ordentlich und dann fasst er das auch so zusammen, dass das in den Dropdown dann eben so erscheint. Und so kann ich jetzt beispielsweise mal nach meinem OpenCilium Demo Host schauen. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht hier rein. Ich wollte eigentlich nur suchen. Genau, kann den hier selektieren und kann dann hier sagen, ich möchte das Ganze auch in die Downtime setzen. Was jetzt hier passiert ist, genau, dass er jetzt ausgehend von jetzt hier eben die Downtime gesetzt hat. Das heißt, die läuft und ich habe die gestartet gehabt und genau, die endet dann sozusagen um 16 Uhr. Ja, das waren eigentlich so alle 3 Beispiele. Wenn ich jetzt gerade schon hier drin bin, will ich gerade nur mal zeigen, was für Möglichkeiten es gibt, wenn ich den Button sozusagen in einer anderen Position wähle. Das heißt, ich kann jetzt hier genauso gut hier mal die Host-Adresse verwenden, sage ich mal, in dem Kontext oder auch benutzerdefinierten Kategorien. Also auch da haben wir alles drin. Und wenn ich jetzt quasi in meinen virtuellen Server nochmal reinklicke, dann sieht man hier, dass die Buttons weg sind. Und dass ich, wenn ich jetzt hier in ein Objekt reingehe und dann in allen Kategorien reinspringe, dass dieser Button nicht erscheint und nur bei Host-Adresse dann letztendlich erscheint. Das ist schon sehr fein konfiguriert. Was auf jeden Fall hier auch noch geht, das wird wahrscheinlich noch eine Frage sein, ist das Berechtigungssystem dahinter. Also ich kann auch Gruppenberechtigungen schalten auf Trigger. Das heißt, ich kann sagen, welche Gruppe von Usern welche Trigger sehen dürfen. Und damit kann ich auch nochmal unterscheiden, ob es jetzt beispielsweise jemand ist vom Self-Service-Portal, vom Helpdesk sozusagen, der quasi Tickets erstellen darf oder sowas beispielsweise, oder jemand, der im Monitoring-Team ist, dass der eben andere Trigger sieht. Also jeder kann eigentlich seine eigenen Trigger sehen. Ist alles möglich über dieses rechte System. Und vorhin wurde auch nochmal erwähnt gehabt im Intro von Patrick, dass wir auch sozusagen Shell-Skripte ausführen können. Und das sieht man hier vielleicht an dem 3. Reiter. Hier hatte ich mal so ein Shell-Skript gebaut. Der nennt sich QualityCheckSH und CheckObjects. Das heißt, ich kann den Objekt reinklicken und dann kann ich, wenn ich möchte, eben diese SH aufrufen. Mit den Daten, die ich bekomme, halt von dem Objekt, kann ich das dann alles prüfen, ob das eben die komplette Syntax richtig ist und dann eben mein Feedback in das Objekt zurückschreiben, beispielsweise. Das kann man so benutzen. Und eine Sache ist mir noch geblieben und das war das Thema
Komme ich noch drauf? Ja, jetzt habe ich es gerade vergessen. Yeah. Genau, das sind so die Thematiken. Wir haben auch eine Dokumentation dazu. Die findet sich unter Trigger-Add-on, read-the-docs.io. Da kann man sich auch mal durchklicken und schauen, wie das so ist mit der Installation und auch was für Möglichkeiten es gibt an Platzhaltern. Da ist eigentlich alles so weit definiert. Auch das Thema Rechte, Rechtssystem. Oh, ich sehe gerade, dass hier noch was fehlt. Bei der Rechteverwaltung, das kann man hier noch ganz gut sehen, wie das dann ungefähr aufgebaut ist. Man kann einen Trigger aufrufen, eben auf alle oder auf einen jeweiligen Trigger eben. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie aufwendig ist das von der Installation her? Also von der Installation her ist es erstmal nur eine Add-on-Installation, ne? Das heißt, sobald ich das Add-on quasi installiert habe, erscheint auch schon dieses Menü-Item. Und dann kann ich eigentlich im Prinzip schon starten. Okay, also es läuft wie die anderen iDo-Add-ons, einfach das ZIP-File hochladen und dann geht das Ganze Richtig. seinen Weg. Genau. Wir sind seit ungefähr 2 Wochen im Store, im iDo Store auch, also auch ganz normal wie die anderen Add-ons, einfach dann Subscription einkaufen und dann ist das Trigger-Add-on aktiviert. Und dann können Sie es direkt nutzen. Genau. Gibt es denn aktuell irgendwelche Projekte, wo ihr drinne seid, wo ihr das Trigger-Add-on schon nutzt? Ja, tatsächlich, das hatte ich auch. Ich war auf der DIP bei euch und da hatte ich das auch schon mal gezeigt gehabt mit den Kunden, der das im Prinzip auch ein Stück weit finanziert hat, das Projekt. Das haben wir gemeinsam mit den Kunden eben gebaut, das Trigger-Add-on. Das ist der Herr Jörg Mittendorf von der IVZ. Und genau, da haben wir das sehr tief integriert sogar. Und da machen wir Dinge wie zum Beispiel eine DNS-Auflösung durch Infoblox beispielsweise, die dann direkt in iDuet reinwandert. Genau, IP-Adressen auflösen, Alias-Einträge auch nach Infoblox senden. Also dieses Spiel Richtung Infoblox und iDuet, das haben wir da ein Stück weit sehr tief eingebaut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Gibt es denn bis hierhin Fragen, wo wir jetzt gerade noch in der Demo drinne sind? Sonst Gibt hatte es ich hier vielleicht irgendwie? noch eine Kleinigkeit währenddessen. Ja, bitte. Genau, das ist jetzt mir wieder eingefallen. Jetzt kommt vielleicht die eine oder andere Frage. Was ist denn mit diesem Event-Modul? Da gibt es ja was in iDuet. Das hat erstmal mit dem erstmal gar nicht so, ganz zu tun. Warum wir das Ganze auch über ein Trigger-Add-on jetzt gelöst haben, war einfach das Thema. Es gibt in iDuet, vielleicht klicke ich da kurz mal rein, damit die einen oder anderen auch verstehen, um was es geht. Es gibt eben hier diesen Event-Händler, den man nutzen kann in iDuet. Das steht auch, glaube ich, jedem Kunden zur Verfügung, kostenlos, meine ich. Und da kann man quasi nach einem Event heraus von einem Objekt, kann man dann Dinge tun, also beziehungsweise ein Skript ausführen. Und da kann man auch ganz genau sagen, naja, was für eine Aktion. Ist es ein Speichern, ist es ein Neuanlegen, ist es eine Bereinigung oder eine Zustandsänderung? Und dann kann ich eben auch den Kontext wählen, das ist also ähnlich wie bei uns, wo man dann sagt, ich möchte das gerne innerhalb einer Kategorie, wenn die eben angefasst wird oder eben in dem Fall neu erstellt wird, dann soll eben ein Bash-Skript ausgeführt werden. Und ob es jetzt im Endeffekt ein Bash-Skript ist oder ob ich jetzt einen Web-Request aufrufe, das könnte man dadurch natürlich auch gestalten. Nur der Unterschied, den wir jetzt da machen, ist, das hatten wir natürlich auch als Anforderung auch hier gehabt. Nehmen wir mal an, ich arbeite hier an meinem System, an der iDuet-System und mache hier sehr viele Änderungen, wie die Listeneditierung beispielsweise. Dann würde ja quasi immer wieder, nachdem ich eine Änderung gemacht habe, eine Aktion angetriggert werden, wie beispielsweise, ich sende irgendwas in meinen Zielsystem, beispielsweise Jira Insight oder in die OTS CMDB. Und das könnten relativ viele Requests sein. Erst recht, wenn ich hier mit der Listeneditierung starte, dann wird halt quasi pro Änderung eben dieses Event ausgelöst, was nicht gerade sehr optimal ist. Es ist vielleicht eher so, dass ich an meinem System arbeite und am Ende des Tages eben sagen möchte, ich möchte das Ganze jetzt synchronisieren und eben genau dann, wenn ich das triggern möchte. Und das ist eben, es ersetzt das Ganze nicht, es erweitert das, würde ich mehr oder weniger sagen. Ja. Und genau.
Nur, dass man da nochmal den Unterschied da raus erkennt. Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Okay, wenn hier keine Fragen bisher aufgekommen sind, ne, wir haben natürlich am Ende in unserer Q&A-Session nochmal kurz Zeit, darüber zu sprechen, falls da noch was aufploppen sollte. Ansonsten würde ich sagen, switchen wir mal eben nochmal rüber und schauen uns den Release Nummer 20 an. So. Ja, der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Wir haben ja, letztendlich unser Versionierungsschema geändert. Ne, wir erinnern uns, letzte Version war die 1.19. Auf einmal haben wir den Release Nummer 20. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt keine Unterteilung mehr in Minor und Major Releases haben. Wir haben unsere Entwicklungsprozesse hier ein bisschen umgestellt, dass wir halt auch wirklich agiler auf Änderungen letztendlich reagieren können. Und daher werden wir jetzt einfach in jedem Release neue Bugfixes oder, falls wir auch schon neue Features fertiggestellt haben, diese natürlich auch gleich mit in den Release mit integrieren. Ja, ansonsten von den Release-Zyklen hat sich soweit nichts geändert. Es wird weiterhin mehrere Releases pro Jahr geben. Ne? Von daher, immer wenn wir Bugfixes haben, neue Funktionen haben, werden die auch entsprechend in den neuen Release mit eingearbeitet. Ja, wir haben natürlich auch die eine oder andere neue Funktion in diesem Release Nummer 20. Das ist zum einen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Abstände in den einzelnen Attributfeldern in den Objekten zu verringern oder zu vergrößern. Wer bei den vorherigen Community Days dabei war, hat ja schon mitbekommen, dass der ein oder andere Nutzer hier gerne das Ganze ein bisschen kompakter hätte. Haben wir natürlich darauf reagiert und deswegen ist diese Funktion jetzt auch in diesem Release mit drinne. Ja, darüber hinaus haben wir auch eine neue Funktion mit integriert, dass man jetzt die Trennlinien zwischen den einzelnen Datenfeldern letztendlich ein- und ausblenden kann, je nachdem, wie man das ganz gerne hätte. Ist nochmal eine kleine Zusatzfunktion, einfach um dann nochmal ein bisschen mehr Übersichtlichkeit reinzukriegen. Ja, ansonsten haben wir natürlich ja, diverse Bugfixes mit integriert. Das komplette Changelog können Sie sich wie immer in der Knowledge Base entsprechend ansehen. Ne, da haben Sie auch wirklich alles nochmal explizit aufgelistet. Okay, schauen wir uns mal die erste Funktion an. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, das war die Funktion, um die Zeilenabstände innerhalb von Objekten bzw. ja, den einzelnen Datenfeldern entweder zu vergrößern oder zu verkleinern. Ja, die Funktion findet man in der Verwaltung, in den Benutzereinstellungen und hier unter dem Menüpunkt Darstellung. Ne? Da erinnern wir uns, mit der Version 1.19 haben wir hier den Eintrag für MyDoIt mit dazu bekommen und auch die Möglichkeit, dass wir Objekttypgruppen als Dropdown gruppieren können und darstellen können dann letztendlich auch. Und jetzt sind halt nochmal diese zwei Funktionen hier dazugekommen für die Zeilenabstände und Abstandhalter. Ja, Sie sehen jetzt hier gerade, die Zeilenabstände sind hier auf groß konfiguriert. Dementsprechend sind natürlich hier auch die Abstände zwischen den einzelnen Datenfeldern, ich sage mal, etwas üppiger. Wenn man das Ganze jetzt natürlich auf klein umstellt, dann sieht man auch schon, dass das Ganze hier drüben ein bisschen enger zusammenrückt. Ne, gerade bei umfangreichen Kategorien, wo man sehr, sehr viele Datenfelder hat, die befüllt werden müssen, spart das natürlich ein bisschen Übersichtlichkeit und ja, im Endeffekt spart man sich dann natürlich auch das Scrollen in verschiedenen Ansichten. Ja, das kann natürlich jeder Benutzer individuell für sich entsprechend einrichten, dass man hier halt auch wirklich dann ja die Objekte, die Daten so aufbereitet sieht, wie man das eben möchte. Ja, in den Experteneinstellungen hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, diese Einstellungen vorzunehmen. Ne? Also sprich in den Systemeinstellungen und dann in den Experteneinstellungen können wir einfach entsprechend die Variablen setzen, entweder auf L, M oder S, je nachdem, wie man das ganz gerne hätte. L logischerweise für Large, S dann wiederum für Small, ne? Damit man weiß, in welcher Ansicht man das Ganze darstellen soll. Ja, neben den Zeilenabständen haben wir natürlich auch diese Abstandhalter. Ne, das sind diese ja, letztendlich horizontalen Linien, die hier nochmal so ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Die kann man jetzt halt über diese neue Funktion letztendlich ein- oder ausblenden. Ne, hier sehen wir das Ganze auf Ja, also aktiviert. Hier entsprechend dann auf Nein und hier sind dann auch diese horizontalen Linien ausgeblendet.
Ja, wichtig, wenn diese Einstellung vorgenommen wird, ne, dann kommt in der unteren rechten Ecke so ein kleiner Hinweis, ne, bitte erneuern Sie Ihren Browser-Cache. Ne. Windows-Nutzer können das einfach über Steuerung plus F5 machen. Ne. Mac-User müssen gucken, wie die Tastenkombination da bei Ihnen ist. Das kann ich Ihnen aus dem Kopf leider nicht sagen. Ja, auch hier haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, das Ganze über die Experteneinstellungen umzuswitchen. Hier dann entsprechend dann mit 0 oder 1 als Category Spacer. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit den neuen Funktionen in unserem Release Nummer 20. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit unserer Q&A-Session. Gibt es irgendetwas, worüber Sie sprechen möchten, wo Sie mal Feedback geben möchten, irgendwas, ja, was Sie gerade beschäftigt im Hinblick auf iDoIt oder vielleicht auch auf Angebote der Beacon oder des Triggers-Add-ons? Können wir da noch irgendetwas Gutes für Sie tun? Okay. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann ja, war das wahrscheinlich unser letzter Community Day für dieses Jahr. Von daher wünsche ich Ihnen jetzt schon mal vorzeitig frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen sollten. Ja, wenn Sie irgendwelche Fragen noch haben, ne, Sie können uns auch jederzeit unter sales@i-duet.com natürlich Ihre Fragen zusenden oder direkt auch den Kontakt mit der Beacon aufnehmen. Ne. Jakob Zemere und sein Team sind dann natürlich auch jederzeit verfügbar, um Ihre Fragen da entsprechend zu beantworten. Von daher wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, wir sehen uns im neuen Jahr dann zum nächsten Community Call. Vielen Dank auch nochmal an dich, Jakob. Danke und auch alles Gute an die Teilnehmer. Macht's gut. Ciao.